Neues Jahrzehnt, neues Jahr, neuer Monat, neues FAQ und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Wichtige Info: In diesem Video beantworte ich pro FAQ nur 10 Fragen, weil es 2020 nämlich doppelt so viele FAQs wie 2019 gibt, weil die Grand Prix Vorschau dafür so gut wie ausfällt und ich nur die Vorschau für den Vietnam Grand Prix und den Niederlande Grand Prix machen werde. Von daher habe ich ein bisschen mehr Zeit und beantworte eure Fragen. Das heißt für euch, das nächste FAQ findet bereits am 18. Januar statt. Der Formel 1 Fan des Monats ist im Januar der Welt. Er hat mir Folgendes zukommen lassen: Eine Scuderia Ferrari Produktesammlung, ich gehe mal von Badeartikel oder so etwas ähnlichem aus, dann eine Eintrittskartensammlung inklusive Mini-Boliden sowie diverse Kleidungsstücke von Red Bull, Ferrari, Alfa Romeo und Racing Point. Dankeschön Weltix für die Bilder und wenn du auch mal F1-Fan des Monats bei mir werden möchtest, dann schick mir mindestens 3 hochauflösende Bilder von deiner Formel-1-Sammlung und einen kleinen Text als Privatnachricht auf meinen Discord. Link oben in der Videobeschreibung. Fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Frage 1, die kommt von Bahnfan06. Hashtag Frag Mike. Ich habe das mit der Budgetobergrenze noch nicht verstanden. Deshalb meine Frage: Was bedeutet die Budgetobergrenze? Die Budgetobergrenze, die 2021 eingeführt wird, bedeutet, dass alle Teams für die Entwicklung des Boliden nicht mehr als 175 Millionen Euro ausgeben dürfen. Manche sind aber der Meinung, dass diese viel zu hoch ist. Man hat das eingeführt, um mögliche neue Teams in die Formel 1 zu locken. Nicht in diesen Kosten enthalten sind Marketing- und Reisekosten sowie die Fahrergehälter. Nur mal so als Beispiel: Mercedes hat 2018 mehr als 350 Millionen Dollar in den W09 gesteckt. Frage 2, die kommt von Greta Umwelt. Hashtag fragt Mike: Was denkst du, wer würde bei einem Rennen zwischen einem Top-Formel-2-Boliden, zum Beispiel von Latifi gefahren in seinem Dams, gegen zum Beispiel Kubica in dem Williams F1-Boliden gewinnen? Tja, da kann sich Latifi in seinem Dams noch so sehr anstrengen, wie er möchte. Das Rennen würde Kubica locker in seinem Williams gewinnen. Warum? Ganz einfach. Ein Formel-2-Bolide hat zwar einen turboaufgeladenen 3,4 Liter V6-Motor, aber nur 620 PS. Ein Formel-1-Bolide hat zwar nur einen turboaufgeladenen 1,6 Liter V6-Motor, dafür aber auch noch die Hybrid-Unterstützung, die mal eben 163 PS für 30 Sekunden pro Runde ausmachen. Allein nur der Verbrennungsmotor stemmt fast 800 PS auf die Kurbelwelle. Hier noch ein Beispiel. Nehmen wir die Qualifikation zum Italien Grand Prix 2019. Während Kubica eine 1.22.356 fährt, fährt Latifi in seinem Boliden eine 1.34.885, also 12,529 Sekunden langsamer als der Pole. Frage 3, die kommt von Anton Mahnke. Hashtag fragt Mike: Du wünschst dir ja mehr Fragen zu deiner Person. Hier habe ich eine. Liegt dein Interesse auch bei einem anderen Sport wie bei mir mit Motocross oder anderen Motorsport? Ich bin ja seit 1994 Borussia Mönchengladbach-Fan, dementsprechend liegt mein Interesse beim Fußball. Außerdem ist die DTM sehr interessant und ich habe seit 2010 auch kein Rennen mehr verpasst. Hin und wieder gucke ich auch mal die ADAC GT Masters. Frage 4, die kommt von Yannick Heilmann. Hashtag fragt Mike: Warum sind die Reifen von McLaren rot beschriftet? PS, mach weiter so, guter YouTuber. Dankeschön fürs Kompliment. Das liegt daran, dass der Satz Reifen entweder für Carlos Sainz oder für Lando Norris bestimmt ist. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Reifendrücke unterschiedlich sind, weil der eine Fahrer kommt mit etwas weniger Luftdruck im Reifen aus und der andere Fahrer mit ein bisschen mehr Luftdruck. Zur Frage 5, die kommt von Mr. JPEG Football and More. Hashtag fragt Mike: Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher Malaysia oder Korea zurück als Rennen in die Formel 1 bringen? Knifflige Frage, weil ich beide Strecken mag, aber ich würde Malaysia bevorzugen. Aber wenn das Rennen dort stattfindet, dann bitte bei Nacht, denn vor kurzem haben sie eine Lichtanlage dort installiert, die so aussieht. Zu Frage 6, die kommt von Couchbuddy. Hashtag fragt Mike: Falls Mercedes nach 2020 nicht mehr in der Formel 1 sein sollte, würde Toto Wolff etc. auch aus der Formel 1 verschwinden oder würden sie in ein anderes Team einsteigen? Vor kurzem wurde ja vermutet, er würde zu Liberty Media gehen, aber da stellt sich Ferrari quer. Die Begründung sieht wie folgt aus: Luis Camilleri meint, dass es keine gute Idee wäre, weil man sonst eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der anderen Teams befürchte. Keine Ahnung, wo er hingehen möchte, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Schreibt es mal in die Kommentare. Zu Frage 7, die kommt von Carminate. Hashtag fragt Mike: Bei Monaco 2019 hat Mercedes einen roten Halo. Warum? Die Frage ist relativ schnell beantwortet. Niki Lauda, der Teamaufsichtsratschef von Mercedes, ist am Montag vor dem Monaco Grand Prix verstorben und Mercedes hat entschieden, dass sie zu Ehren Niki Laudas mit einem roten Halo an den Start gehen. Außerdem befindet sich auf der Motorabdeckung ein kleiner roter Stern, der bis zum Saisonende dort blieb. Zur Frage 8, die kommt von Timo Meyer. Hashtag fragt Mike: Wieso hat Red Bull Gasly mit Albon ersetzt? Ich persönlich finde Gasly besser. Wie findest du es? So wie es ab der Sommerpause war, war es auch für alle am besten. Gasly hatte im Red Bull keine Chance gegen Verstappen und meiner Meinung nach auch Probleme mit dem Auto. Er hatte sich auch über die Fahrweise des Boliden beschwert und das Team meinte, er soll den Fahrstil von Verstappen benutzen. Außerdem hat er nicht die Leistungen gebracht, die man von ihm verlangte. Bestes Beispiel: Österreich 2019, wo er vom eigenen Teamkollegen überrundet wurde.
worden ist. Seitdem er wieder im Toro Rosso ist er besser damit zurechtgekommen. Albon ist meiner Meinung nach im Red Bull im genau richtigen Boliden. Er zeigt gute Leistungen und 2020 wird er sicherlich den ein oder anderen Podiumsplatz holen. Da bin ich mir sicher. Zur Frage 9, die kommt von Luca Luongo. Hashtag frag Mike, was denkst du über den Kuwait Motortown Circuit in Kuwait? Könnte die Formel 1 dort fahren? Strecke hat 4 Grad 1. Ich kannte den Kurs bis jetzt nicht mal. Sieht so ein bisschen aus wie ein Mix aus Russland, Mexiko und Spanien. Aber zurück zu deiner Frage. Bin mir nicht sicher, aber ich vermute trotz 4 Grad 1, nein. Liberty Media möchte eher mehr Stadtkurse im Kalender haben und auch ein Gerücht in Bezug auf Kuwait gab es auch noch nicht. Aber es gibt Gerüchte auf einen möglichen Panama Grand Prix. Dazu habe ich ja gestern ein Video gebracht. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt mal oben rechts. Zu Frage 10 und damit auch zur letzten Frage dieses FAQs, die kommt von Philipp Wester. Hashtag fragt Mike, was passiert mit dem Formel 1 Boliden, wenn sie während einer Saison vollkommen zerstört sind, in Klammern Bottas im Qualifying in Mexiko? Sie werden so schnell es geht wieder repariert, damit sie am Renntag teilnehmen können. Man muss aber auch dazu sagen, dass so ein Zeitfenster relativ gering ist, da es bereits Fahrer gegeben hat, die ihren Boliden an einem Tag zerstört haben und zum Rennen nicht fahrtauglich waren. Außerdem spielen die Ersatzteile auch eine Rolle, denn wenn Ersatzteil XY fehlt, hat das Team ein Problem und kann möglicherweise mit dem Boliden nicht starten. So Community, ihr seid wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ am übernächsten Samstag. Vergesst das Hashtag FragMike nicht und überprüft das Fragendokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für diese Folge. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.